Hallo Freunde der Ameisen, hier haben wir eine Camponotus lignipertus bzw. lignipertida, je nachdem wie man sie nennen will. Beides ist irgendwie korrekt, fragt mich warum, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir mal eine von denen hier draußen. Ist doch eigentlich mal ganz nett. Ja, jetzt gibt's erstmal den üblichen wöchentlichen Check-up von meinen beiden Ameisenkolonien. Und wundert euch nicht über den Ton, ich habe mal was Neues ausprobiert. Ob es besser oder schlechter ist, keine Ahnung, lasst doch gerne mal einen Kommentar da. Direkt nach dem Intro. Ameisen Mittwoch. So, und dann fangen wir auch mal direkt an mit Mesobarbos, falls ich mich irgendwie komisch anhöre. Ich mache gerade mal wieder Experimente mit meinem Sound. Habe jetzt ein Mikro direkt an die Kamera angeschlossen. Mal gucken, ob das hilft. Ziehen wir doch erstmal die rote Scheibe hier weg und schauen, was die Mesoren so machen. Da kleben sie. Und heute nehmen die das relativ entspannt. Und oh Gott, was ist denn hier passiert? Hier ist ja alles voller Brot. Das sieht so aus, als hätte sich der Eierhaufen, den wir letztes Mal gesehen haben, vollends zu Larven entwickelt. Und die kleben jetzt hier alle an der Scheibe, weil da war gerade noch meine Heizmatte. Ich gehe mal etwas näher ran. Ja, das sieht gut aus. Da oben wird auch noch irgendwas gemacht. Die haben sich doch alle prächtig entwickelt. Das heißt, es gibt hier bald sehr, sehr viele neue Ameisen. Hier am Rand ist sogar noch eine Puppe. Aber wir schauen doch auch mal, was unten so los ist. Da ist nämlich gerade die Königin hingeflohen. Und dort, mal schauen, ob ich das irgendwie fokussiert bekomme. Genau dort wird gerade, so wie es aussieht, ein Stück Ameisenbrot verarbeitet. Also das, was die aus den Körnern hier machen. Die manchen die so lange zusammen, bis da so ein Klumpen daraus entsteht. Und das ist so gesehen die Nahrung von Mesobarbos. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich würde sagen, dann lasse ich die bestens mal am besten, so heißt es auf Deutsch, dann lasse ich die am besten direkt mal wieder in Ruhe. Und wir schauen, was die Camponotus so machen. Auf jeden Fall geht das hier sehr, sehr gut voran. Das ist doch schon mal was. Außenaktivität habe ich jetzt nicht beobachtet. Da ist eigentlich großartig nichts passiert, aber die ganzen Ameisen, die die Winterruhe überlebt haben, ich muss die Kamera mal ganz kurz hier aus dem Stativ nehmen, haben sich jetzt rauskristallisiert, oder haben sich die Alten rauskristallisiert, nämlich hier in der Ecke liegen jetzt die ganzen Toten rum. Die haben sie jetzt aussortiert. Die werden natürlich nicht sehr alt, die Mesobarbos so ein, zwei Monate hat, so eine gute Ameise hier wahrscheinlich als Lebensspanne. Und die Zeit waren die schon im Winter eingetütet. Anstatt dass aber alle gestorben sind, sind die im Stand-by-Modus gewesen, nicht weiter großartig gealtert. Und jetzt sterben so langsam die ersten Altameisen, sag ich mal. Gut, dann auf zu Camponotus. Wie im Vorspann bereits zu sehen war, war hier ja auch ein bisschen was los. Die sind draußen rumgerannt und ja, sind ihrer Arbeit nachgegangen. Das hat sich gelohnt, dass ich hier unten mal die Heizmatte angemacht habe. Aber jetzt schauen wir erstmal. Ich nehme erstmal dieses Gummiband hier ab. Und dann kommt mir auch schon die Scheibe entgegen. Oh, so schnell habe ich die ja schon lange nicht mehr gesehen. Was ist denn jetzt los? Da haben sie sich aber erschrocken. Die nehmen es sonst immer relativ gelassen, aber jetzt geht es hier in Highspeed nach oben. Warum auch immer. Den bekommt das mit der Wärme auf jeden Fall. Die bewegen sich jetzt. Hier drin hat es, schauen wir mal, 24,6 Grad hat es hier drin. Und ein paar aufgeregt herumwuselnde Camponotus. Hier in der Mitte die Ameise. Da sieht man auch schön die Segmente am Gaster. Die hat nämlich hier Honig geholt. Und verteilt das jetzt an die anderen Arbeiterinnen hier drin und an die Larven, die da hinten liegen, hinter der Königin. Die ist da gleich schützend draufgehüpft. Ich glaube, die möchte ich jetzt auch nicht viel länger stören, die Camponotus, bevor die hier noch auf dumme Gedanken kommen. Beziehungsweise noch dummere Gedanken, weil die haben den Eingang mal wieder zugemacht. Mit Ceramis, Steinen, diesen kleinen Aquariumkies und sogar mit Tannennadeln. Das ist jetzt gar nicht mal so toll. Aber naja, machen wir das erstmal wieder zu. Denn die regen sich hier gerade etwas arg darüber auf. Sonst ist denen das komplett egal, was ich hier mache, aber irgendwie sind die heute wohl nicht sonderlich gut drauf. So, Gummiband ist wieder dran, da oben, irgendwo, dort. Ich kann es ja noch mal kurz zeigen, hier den
Aquariumkies, den hatte ich ja hier so eine, halt so eine Art Weg hingemacht. Das ist viel zu weit reingezoomt. Halt so eine Art Weg hingemacht. Hier die Ecke mit Kies voll und dann bis da vorne zu der Plastikpflanze. Aber den haben die jetzt komplett auseinandergenommen und da haben die den Eingang zugemacht. Naja, das soll es auch erst einmal wieder gewesen sein. Das war ja nur mal ein ganz kurzer Ausblick in die Welt der Ameisen hier, was die so machen. Die kommen jetzt auch langsam zur Ruhe hinter der roten Scheibe. Und ich freue mich einfach mal auf die hier Larven, Ameisen, Puppen, irgendwas, auf den Nachwuchs, sagen wir es so. Bis zum nächsten Mal.